Da schlendert man so durch YouTube und es fällt einem auf, dass es von Demon's Souls selten deutsche Erklärungsvideos gibt. Also Einsteigerguides, Hilfen, Tipps, was auch immer. Und in diesem Fall habe ich mir gedacht, hey, mache ich doch sowas einfach mal. Und damit herzlich willkommen zu Helpys Einsteigerguide Demon's Souls, Teil 1 von 2, von maximal 2. Ich weiß nicht, wie lange dieses Video gehen wird, Reihe gehen wird. Ich werde es versuchen, ein bisschen zu kürzen. Aber wir beginnen einfach mal, damit den Einstieg zu erleichtern in diesem Spiel. Denn der kann ganz schön frustrierend sein, gerade bei dem Spiel Demon's Souls, dass viele abbrechen, weil es einfach sehr frustrierend ist. Und gerade jetzt, dadurch, dass die Online-Server abgeschaltet sind, kann man hier und da böse auf die Fresse bekommen, weil einfach das Spiel davon sehr lebt, dass man Tipps hat. Und manche Fallen einfach nicht sehr berechenbar sind, wenn man sich mit dem Spiel nicht auskennt. Und von daher beginnen wir einfach mal mit Helpys Einsteigerguide zu Demon's Souls. Herzlich willkommen. Moment, ich sprich mal eben das Intro ab. So, aber bevor das hier weitergeht, eben kurz das Intro. Viel Spaß. So. Und schon sind wir wieder da. Bei Demon's Souls. Herzlich willkommen zurück. Und wir beginnen einfach mit einem neuen Charakter. Ich werde euch den Adligen zeigen, denn das ist meiner Meinung nach die einsteigerfreundlichste Klasse. Und wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, solltet ihr den auf jeden Fall nehmen. Ich nehme eine Frau. Die nennen wir passend für diesen Hilfe-Einstieg, für diesen Help-Einstieg sozusagen, Helpy. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Pseudonym dafür, Helpy. Und sie wird, man hat ja die Auswahl zwischen Soldat, Ritter, Jäger, Priester, Magier, Vagabund, Barbar, Räuber, Templer, Adliger. Und Adliger ist irgendwie die einsteigerfreundlichste Klasse. Warum, werdet ihr gleich sehen. Ist auch eine ganz hübsche, unsere Helpy, ne? Ganz hübsch anzusehen, die Frau. Warum, werdet ihr gleich sehen, wie gesagt. Dieses Video wird auch mit mehreren Schnitten sein. Das überspringen wir mal. Möchtest du Reise in den Nexus spielen? Ja, denn das, da fängt es ja schon an. Miralda, die Henkerin. Das ist zum Beispiel ein Outfit, von der kann man nur kriegen, wenn man eine Frau ist. Also kann man nur anziehen, wenn man eine Frau ist, weil das einzig und allein weiblich ist, dieses Outfit. So, hier beginnt's. Ganz klassisch, hier bekommt man noch Tipps. Standardangriff und alles. Ab hier sollte man auch noch keine großen Schwierigkeiten haben. Ihr seht aber schon, das Schwert von der ist ein bisschen doof, ne? Also das ist ungewöhnlich in einem Spiel. Würde ich jetzt mal sagen. Mittlerweile kennt man ja Demon's Souls und kennt die Eigenarten. Dann kennt man ja auch Dark Souls und kennt die Eigenarten der Waffen. Der Vorteil an dieser Waffe ist einfach, dass man den Schild hochhalten kann und an der Seite vorbeistechen kann. Was ziemlich praktisch ist. Aber noch praktischer ist das hier. Denn der Adlige beginnt, oder die Adlige in dem Fall, beginnt mit einem Seelenpfeilzauber. Und ist damit die einzige Klasse, soweit ich weiß, außer der Magier, die zaubern kann. Ausgenommen der Magier. Und dieser Seelenpfeilzauber kann einige Stellen im Spiel unglaublich erleichtern. Wirklich, deswegen ist es die einsteigerfreundlichste Klasse, einfach wegen diesem Seelenzauber. Und da ich euch zeigen will, wie ihr den Tutorial-Boss legt, worauf ihr achten müsst, zeige ich euch einfach mal das volle Tutorial. Und dazu ein paar Kniffe im Nexus, sowie der Weg zum ersten Boss. Ja, hier. Das hätten wir geschafft. Die erste Passage ist aber auch nicht wirklich schwer, muss ich sagen. Freak der Hellseher. Sehr nützlich für Magier. Der Typ. So, die Ladezeiten halten sich hier auf sehr relativen Grenzen. So, dann haben wir den nächsten Burschen. Da sind wir auch mit einem schönen
Seitenhieb einfach. Einen schönen Abwehrhieb erledigen können. Natürlich können wir ihn auch einfach hiermit erledigen. Besonders wenn er kein Schild zur Hand hat. Dann ist das ziemlich einfach. Nehmen wir wieder so einen dicken Ritter. Oder hier haben wir das erste Mal so einen dicken Ritter. Bei denen lernt man dann gleich das Parry, was sehr wichtig ist. Da kommt es sehr auf Timing an bei diesen Jungs. Manchmal tanzen sie so ein bisschen, bevor sie eine Aktion machen. Und dann aus heiterem Himmel schlagen sie zu. Also der Einstieg ist mit der Adligen relativ einfach. Wegen dem Seelenpfeil halt einfach. Und weil sie eine gute Startrüstung hat. Einfach. Vor allen Dingen, sie hat auch eine leichte Rüstung, die sie komplett tragen kann. Ohne dass sie eine fette Roll macht oder so. Das kann in dem Spiel auch schon um einiges nützlich sein. Euch den Einstieg um einiges erleichtern, wenn ihr keine fette Roll macht. Das kommt immer drauf an, auf den Spielstil. Es gibt ja auch Leute, wie The Forever zum Beispiel, der überhaupt nicht keinen Bock auf Ausweichen hat. Der spielt zwar nur Dark Souls und hat Demon's Souls, glaube ich, noch nie gespielt, weil er. Ich weiß nicht, ob er eine Playstation 3 hat. Aber Dark Souls und Demon's Souls sind sich ja in der Hinsicht sehr ähnlich. Und da gibt es ja auch Leute, die spielen einfach mit einem dicken Schild, weil sie keinen Bock auf Ausweichen haben. Und das ist ja auch das Interessante an diesem Spiel. Man kann es spielen, wie man will. Sowas liebe ich immer in Spielen, ne? So. Aber ich muss schon sagen, unser Charakter ist schon recht hübsch anzusehen. Finde ich, der gefällt mir. Ist auch gut für das, was ich hier vorhab. So. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr den Tutorial-Boss einfach legt, wie er überhaupt keine Bedrohung ist. Man macht nämlich Folgendes. Man denkt sich so, oh Scheiße. Und rennt einfach auf ihn zu. Und hier an der Seite immer schön entlang rennen. Immer langlaufen. Dann kann er die Axt nämlich gar nichts anhaben. Egal wie groß sie ist. Die kann dann einfach mal gar nichts anhaben, wenn man immer schön hier in den Schwung reinläuft. Natürlich bloß nicht zu viel riskieren. Ganz ruhig und gemächlich das machen. Das war jetzt dumm. Ja, das war dumm. So sollte man es nämlich nicht machen. So sollte man es auf keinen Fall machen. Das war nämlich sehr, sehr dumm. Ich sollte immer nur einen Schuss abgeben, wenn ich wirklich in Sicherheit bin. Vor seinen Angriffen. Ich dachte schon, der Stein behindert mich jetzt. Aber nein, der Stein behindert mich nicht. Wenn wir das machen, schön zurücklaufen. Mal die Leben teilen. Das sieht er gar nicht gerne, wie man sieht. Oh, okay. Ich habe fast einen Fehler gemacht. Ich habe nicht gesehen, wie er reagiert. So, noch einmal. Darauf konnte ich jetzt auch nicht richtig reagieren. Und noch ein Stich. Hä, warum springt sie denn zurück? So. Okay. Jawohl, zwei Stiche. So. Und der ist auch erledigt. Normal schaffe ich das auch ohne Treffer. Das war jetzt einfach nur dumm von mir, dass ich da so ein bisschen leichtsinnig rangegangen bin. Aber ihr seht schon, wenn ihr da ganz nah an ihn dran bleibt und immer schön achtsam seid, dann kann euch da nicht viel passieren. Aber ihr seht auch, wenn er... Jetzt habt ihr aber auch gesehen, was passiert, wenn er euch trifft. Dann haut er euch nämlich fast kaputt. Weswegen ihr Treffer tunlichst vermeiden solltet. So, und dann sind wir hier in diesem Bereich. Der ist für das Tutorial, für den Einstieg relativ gut, weil man hier schöne Sachen bekommt, wie zum Beispiel Vollmondkraus. Das kann man am Anfang gut gebrauchen. Dann geht man hier runter und bekommt nochmal Vollmondkraus. Dann geht man hier lang, bekommt nochmal Vollmondkraus. Und hier bekommt man eine Hartsteinscherbe, drei Stück. Das ist ziemlich gut zum Waffen aufwerten, sind die Dinger. Das ist Crafting-Material hier zum Schmieden der Waffen. Noch ein paar Seelen.
Und ja, das war's, was man hier bekommen kann. Dann geht man hier raus und es startet eine Cutscene. Der Drachengott schreit uns an und puncht uns aus dem Raum raus. Wir sind tot. Aber der Unterschied zu dem "wir sind tot" ist, dass wir zwar tatsächlich tot sind, aber unsere Seelen behalten. Das heißt, das ist vom Spiel abgesegnet, dass man da sterben muss. Den kann man auf keinen Fall bezwingen. Das sieht man ja auch. Ne? Wir hatten keine Angriffsleiste, er hatte keine Lebensenergie, gar nichts. Da merkt man schon, okay, den soll man nicht bekämpfen. Den soll man nicht bekämpfen können. Einfach, ne? So. Das Einzige, was ich bei der Adligen noch ein bisschen kritisch sehen würde, aber das ist auch nicht so das Problem, ist, sie hat einen schlechten Schild. So, indem du jedoch bla bla bla, so, dann sind wir hier. Dann können wir hier die ersten Gespräche führen. Immer schön die Dialog. Wichtig, eine Grundregel in Demon's Souls auch. Alle Dialogoptionen immer ausschöpfen, bis sie immer wieder ihre Sätze wiederholen. So. No, I can tell. Er sagt mir halt so, ja, ich sei froh, dass ich in guter Gesundheit bin. So, bei ihm deponieren wir noch ein paar Sachen. Nämlich die ganzen Seelen, die wir erstmal haben. Die brauchen wir nämlich später. Und ganz wichtig, immer diese Crafting-Materialien, wenn ihr sie habt, deponieren. Die sind nämlich unfassbar schwer. Rest assured. So. Dann reden wir nochmal mit ihm. Und er wiederholt auch nur wieder seine Sätze. Dann kann man hier noch mit der Dame hier sprechen. Aber sie sagt auch relativ schnell das Gleiche. Sie hat übrigens die gleiche Frisur wie wir. Ich glaube, auf der Seite ist noch keiner. Der Nexus füllt sich ja später auch mit Charakteren. Das heißt, hier ist noch niemand. Aber da kommen noch welche. Und dann zeige ich euch gleich zu Anfang mal zwei nützliche Geheimnisse, die jetzt nicht weltbewegend sind, aber doch sehr nützlich. Da geht man hier hoch. Kenner werden ja wissen, dass man hier im Nexus nur nicht wirklich viel machen kann, weil weil der Gewaltige noch nicht erreichbar ist und man noch nicht aufleveln kann oder sonst was. Aber man kann hier runter. Und dann kann man hier runter mit einem sicheren, kontrollierten Fall. Und dann kann man hier hin und kriegt eine angesehene Soldatenseele, das ja auch nicht so schlecht ist, ne? Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen und dann deponieren. Egal. Nobody's perfect. So, dann gehen wir hier nochmal hoch und auf der anderen Seite auch nochmal das gleiche. Man kann das übrigens auch, die meisten machen das über diese Blöcke, die hier verteilt sind, dass sie sich so von Block zu Block arbeiten. Das Problem ist, diese Blöcke sind verdammt wankelmütig. Wirklich, man fällt den Blöcken sehr leicht runter. Zwar nimmt man da weniger Schaden bis gar keinen, wenn man es richtig macht, aber man kann auch sehr leicht runterfallen und sich einfach mal alles brechen dabei. Also lieber so ein bisschen Lebensenergie einbüßen und dafür dann das Ziel aber auf jeden Fall erreichen. Neumondgras kann man auch gebrauchen. Das ist so ein stärkeres Heilungsgras. Ich glaube, das heilt alles. So, dann deponieren wir noch mal ein bisschen was. Und zwar die Seele, die wir noch nicht brauchen. So. Das wär's dann auch. Und dann gehen wir zum ersten Punkt im Spiel, wo ich meine, ein guter Einstieg. Denn den werde ich halt komplett zeigen. Danach die nützlichen Geheimnisse und sonst was werde ich nur schnittchenweise zeigen. Also häppchenweise. Einfach, weil das Video sonst zu lang wird. Ich will das Video nicht länger als 20, 30 Minuten höchstens haben. Deswegen bitte ich euch, das zu verzeihen. Wobei, ich kann hier eigentlich schon einen kleinen Break machen. Ich guck mal eben, wie viel Zeit wir auf die Uhr haben. Auf der Uhr. Na, 14 Minuten. Wenn es 30 Minuten wird, ist es auch nicht so schlimm. Würde ich jetzt sagen. 30 Minuten sind noch okay. Ist ja ein Einsteiger-Guide. Wenn ich den auf 20 bis 30 Minuten brechen kann, ist das gar kein Problem. Weil 6 Minuten für... den Bereich ist arg wenig Zeit. Und da müsste ich schon verdammt gut spielen. Und schnell spielen, um das zu schaffen. Sprich, Gegner ignorieren und sowas alles. Aber ich ignoriere ungern Gegner. Sind die schließlich alle Seelen.
Die ersten Gegner sind aber auch überhaupt kein Problem, selbst mit der Stichwaffe. Ich bin mit Stichwaffen nicht so versiert. Ich habe mal vor, mir meinen Adligen mit einer Stichwaffe hochzuziehen. Weil das finde ich an sich ganz interessant. Und es gibt auch eine tolle Stichwaffe, die mit Magie skaliert. Deswegen das gar nicht mal so schlecht ist. Aber ich spiele persönlich jetzt auch lieber mit dem Vagabunden, weil der... Na, der ist nicht... Mit dem ist es nicht einfacher, mit dem ist es im Gegenteil, mit dem ist es schwerer. Der ist zwar stärker, aber der hat halt weniger Grundwerte. Obwohl, der hat, glaube ich, mehr als der Adlige, aber der hat halt auch schon Seelenstufe 6. Das heißt, der ist schon weiter ausbaufähig oder der ist schon weiter ausgebaut, sag ich mal. Der größte Vorteil an dem Einstieg mit dem Adligen ist auch einfach daran, dass er Seelenlevel 1 hat. Das heißt, man kann seine Levelausrichtung noch komplett selbst bestimmen. So gut wie, bis auf einen Punkt halt. Wobei, Seelenlevel 0 gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Und man kann von Anfang an sich so entwickeln, wie man das haben will, ohne irgendwie vorher da beeinflusst worden zu sein. Deswegen finde ich, diese Klassen sind immer die schönen Einsteigerklassen. Und später kann man halt noch andere Klassen ausprobieren, wenn man das mag. Man kann mit jeder Klasse Erfolg haben. Es kommt halt immer darauf an, wie man spielen will. Wenn man eh auf Nahkampf spielen will und kein Interesse an Magie hat, dann ist der Adlige wohl eher auch nicht die richtige Wahl. Weil der sich halt mehr an Magieanwender richtet. Wobei ich sagen muss, jede Klasse profitiert von dem Seelenfall. Weil es einfach manche Stellen im Spiel gibt, die der unglaublich erleichtert. Die der unglaublich gut entschärfen kann. Einfach wegen der Distanz. Und dafür hat man dann als Adliger nicht so viel Lebensenergie. Weil man die einfach schlichtweg nicht braucht. Wenn man eh in Distanz geht. Wegen des Distanzweg geht, ne? Ja, hier, der rastet ein bisschen aus. Man kann auch gut mit dem Stichwaffen spielen, wenn man erstmal sich ein bisschen eingespielt hat. So. Und da sind zwei Schildträger. Machen wir eben fertig. Ein bisschen Manko ist an dem Adligen, dass er einen ziemlich geringen Glückswert hat. Ich glaube, der hat 7 oder so Glück. Das könnte man schon noch auf irgendwie 15 oder so bringen. Maximal auf 20. Mehr braucht man um Glück nicht. Weil der Glückswert bestimmt halt den Itemfeind. Und dadurch findet der Adlige auf jeden Fall schwerer oder langsamer und seltener Sachen. Was jetzt nicht unbedingt so tragisch ist, weil das meiste, was man findet, ist sowieso Crap. Das meiste, was man vom Gegnern bekommt, ist irgendwie Heilung. Und die kann man mit erneuten Gegner töten, einfach versuchen zu farmen. Wo es vielleicht ein bisschen kritischer ist, ist bei den Crafting-Materialien. Die Scherben, die man braucht. Die Hartsteinscherben und sowas. Weil die können halt schon, das kann schon ziemlich nervig sein, wenn du so einen Gegner hast, der die droppt im ganzen Level und du immer wieder den platt machen musst, 5-mal oder so, damit du einmal so ein Ding bekommst. Also ist ein hoher Glückswert schon sehr empfohlen. Besonders, es gibt ein Schwert, das heißt Blaublüterschwert. Dieses Schwert ist eines mit der besten Waffen im Spiel, weil wenn man das hat und die Grundwerte dazu hat, dann muss man nur noch den Glückswert erhöhen, was Angriff betrifft. Also nur noch Konstitution, Vitalität und Glückswert. Und schon hat man die ultimative Waffe, weil die Angriffskraft des Schwertes mit dem Glückswert potenziert wird. Dieses Schwert kann man auch kein bisschen aufwerten oder sowas. Das heißt, man verschwendet an dem auch keine Shards oder keine Seelen oder sonst was. Weil für besondere Waffen muss man halt farblose Dämonen sehen. Was das genau ist und wie man die bekommt, werde ich auch nochmal genau erläutern. Genau, hier kommt jetzt als erstes mal so eine kleine Falle. Hier findet man ein sehr gutes Anfangsschwert für den Soldaten, respektive Ritter. Die auf Stärke aus sind, weil der Soldat hat, glaube ich, 17 Stärke oder sowas. Oder 16 oder 15 oder so. Und da muss er nur 3 Punkte darin investieren, um das Ding tragen zu können. Das hat nämlich 18 Stärke-Voraussetzung. Und das ist, ich meine, ich kann es mal kurz zeigen. Guckt es euch an, wie geil das gehalten wird alleine schon, ne? Das sieht ziemlich badass aus. Und ist auch eine ziemlich gute Waffe. Kann ganz schön gut reinhauen. Aber die besten Waffen, zu denen kommen wir auch noch.
Also zumindest die besten Waffen für den Adligen sowieso, aber auch generell gute Einstiegswaffen mit wenig Voraussetzungen, die man erfüllen muss. So. Okay, der macht mir jetzt gerade ein bisschen das Leben schwer hier. Der Kollege. Das wird da aber gleich besser. Erstmal was essen, denn... Wobei, ich hole mir erstmal einen Ring, bevor ich das... Obwohl, nee, das kann ich auch so machen. Das sollte ich auch so schaffen, ist kein Problem eigentlich. Sagte er und starb. Einen qualvollen Tod. Ich bin definitiv zu nah rangegangen. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Ihr seht schon den Vorteil an dem Seelenpfeil hier sehr zu schätzen. Dieser Bursche hier, dieser Dude, gibt uns nämlich gut 2000 Seelen für den Anfang. Und das ist doch schon mal sehr, sehr gut für den Anfang. Und den kann man echt abfarmen, diesen Typen. Der ist um einiges härter, wenn man den mit im Nahkampf... Man kann den im Nahkampf bekämpfen. Ich würde aber anfangs echt von abraten. Es gibt auch im Online-Modus gab es auch immer wieder Warnungen von wegen, ja, zäher Gegner voraus, solltest diesen Bereich erst später begehen und sowas. Und ja. Dann zeige ich nochmal einen kleinen Kniff hier. Oh, was mache ich denn da? Okay, das war gar nicht mal so schlecht. Muss ich sagen. Ich bin sehr stolz auf mich gerade. So, Halbmondgras. Ich muss nochmal hier kurz runterbringen. Ich muss hier gleich sowieso nochmal hoch. Hier ist ein kleines nützliches Geheimnis. Eine leichte Armbrust findet man hier. Braucht man jetzt nicht unbedingt, aber ist schon nicht schlecht. Hier kommt man an den Brandbombenwerfer. Von oben. Der Typ. Hat sich ausgebrandbombt. Das sind diese Menschen, die im Zoo auch immer die Affen mit Scheiße bewerfen, ne? Auch wenn das eigentlich andersrum ist. Egal. So. Und hier hoch. Dann. Bevor wir durch dieses Tor gehen, gehen wir nochmal hier lang. Wir sind übrigens jetzt auch tot. Also es ist halt wirklich so. Und wenn man tot ist, ist die Mechanik bei Demon's Souls. Ich wiederhole hier eigentlich nur alles, was eigentlich alle schon wissen. Aber die Mechanik bei Demon's Souls ist halt einfach so für die, die es nicht wissen. Ich würde es gerne nochmal... Ja, bringt euch gut selber um, mir egal. Er macht es mir nur leichter. Ja, der springt sehr gerne mal in den Tod. Und ich habe ihn sogar noch getroffen, geil. Die Mechanik ist halt so, wenn man tot ist, dann hat man nur noch die Hälfte Lebensenergie. Man sieht ja dieser blaue, ausgegraute, dieser ausgeblaute Bereich da. Das ist meine eigentliche Lebensenergie. Aber dadurch, dass ich tot bin, habe ich nur noch die Hälfte davon. Und das ist eine ziemlich scheiß Mechanik. Das heißt, jedes Mal, wenn man stirbt, muss man damit klarkommen, dass man weniger Lebensenergie hat. Es gibt aber noch Items, mit denen man seine Seele zurückholen kann. Oder man besiegt halt einen Boss, dann kriegt man sein Leben auch zurück, also seine Seele. Dann wird man auch wieder Mensch. Im Moment laufen wir halt nur als Seele rum. Und dafür gibt es den Ring der Adhäsion. Adhäsion. Und der verringert den TP-Verbrauch. Das heißt, der macht es um 25% weniger. Und hier, dieses Outfit kann zum Beispiel nur eine Frau tragen. Was sehr schade ist. Und das ist der Jade-Haarschmuck. Mit denen hat man zwei Verwendungsmöglichkeiten. Man kann entweder diesen Jade-Handschmuck selber behalten und ihn eintauschen bei der Krähe, die ich noch zeigen werde, wo man Sachen eintauschen kann. Gegen eine farblose Dämonenseele. Die sind relativ selten. Die gibt es, glaube ich, in jedem Spiel maximal 3. Weswegen ich da auch noch einen kleinen Trick zeigen werde, wie ihr an mehrere rankommt. Einen kleinen Glitch sozusagen. Den man benutzen kann, den man aber nicht benutzen muss. Das ist komplett freiwillig. Ich würde davon abraten, ihn... aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Wenn wir bei den
Bonusgeheimnissen und sowas sind, ne? So. Hier könnten wir jetzt runterspringen. Ich mache aber erstmal den da platt. Oder er macht sich selber platt. Okay, ich bin ein bisschen zu nah rangelaufen. Das war ein bisschen doof. Ja. Ich will vorher aber nochmal eben einen Kollegen zeigen. Und zwar... den hier. Wenn ihr hier so durchrollt, dann trefft ihr hier den Dragland Merchant. Und der kann am Anfang auch ganz schön nützlich sein, denn der hat ein Langschwert, was man so sonst nicht bekommt. Soweit ich weiß, bekommt man das nur von dem. Und noch ein drachenverstärktes Schwert, was man... Oh, das Holzschild ist auch gar nicht mal so schlecht. Soldatenschild. Ja. Das Holzschild könnte ich mir jetzt kaufen, wenn ich wollte. Hier gibt es noch die Plattenrüstung von ihm, die man auch kaufen kann, die man auch nur bei ihm bekommt oder halt als Soldat, wenn man startet. Also ist schon hilfreich, der Typ. Aber wenn man für das Langschwert kein Geld ausgeben will, zeige ich gleich mal eben eine gute Alternative für den Adligen oder generell für jede Klasse, die mit ihrem Schwert unzufrieden ist. Man springt kurzerhand hier runter. Da trifft man den Ostrava, mit dem ich auch gleich nochmal ein paar Takte sagen werde. Dann hat man ja als Adliger den Vorteil, dass man hier schön die von oben behaken kann, ohne dass sie sich wehren können. Ist eigentlich schon fast ein bisschen unfair. Die könnten einen schon fast leid tun, würde ich mal sagen. Und trotz Kamera schaffen wir das. So. My thanks. Genau, ich bin Ostrava von Mulitaria. Normal sagt er auch, das war ein mutiger Sprung. Aber da sind wir jetzt nicht drauf eingegangen. Jetzt reden wir nochmal mit ihm. Es gibt jetzt Wichtiges, was ich machen muss, bla bla. So. Und wenn man halt mit diesem Burschen also man kann halt was versuchen. Das zeige ich euch jetzt mal eben. Also hier gibt es erstmal einen Krummsäbel. Das ist eine ziemlich gute Waffe für den Anfang. Eine ziemlich gute Einstiegswaffe. Weil das hat auch ein ganz anderes Schlag, eine ganz andere Schlagkombination. Der ist ganz schön einfach für einen Adligen, weil der hat nicht mal eine Rüstung. Den kannst du so wegkloppen. So. Und wenn du jetzt einen bestimmten Schlüssel haben willst, den du eigentlich am Ende des Spiels erst bekommst, wo du ein richtig gutes Schwert bekommst, dann machst du Folgendes. What on earth are you doing? Please, you must not. Aber erstmal entledigen wir uns hier dieser Lumpenschurken, dieses lumpigen Packs, das hier unten so rumstiefelt. Man sieht schon, das Schwert macht einiges mehr Damage als das davor. Da muss ich natürlich jetzt an die neue Kampfweise dann natürlich wieder erstmal gewöhnen, aber es hat halt sehr ausladende Schwünge, was sehr hilfreich ist, wie man sieht. So, Sichelmondgras noch einsammeln und dann noch die Hafsteinscherben, Schadsteinscherben, so, Schafsteinscherben. So. Und wenn man jetzt hier, weil er läuft jetzt hier die ganze Zeit rum, wenn man jetzt hier sagt, fuck you. What on earth are you doing? Weiß ja, please, was du für einen Ring hast, was du für einen Schlüssel hast für mich. Und es kann halt passieren, dass der auf seiner Reise, weil am Ende bekommt man den normalerweise auch gut von ihm. Aber nur, what on earth are you doing? Please. Wenn man, I thought we were allies. Nur wenn man es auch wirklich schafft, ihn durchzubringen. Und das kann manchmal echt ätzend sein, wenn er da irgendwo festhängt. Oder irgendwo gestorben ist. Weil er kann auch sterben. Und das ist dann natürlich sehr ärgerlich. Natürlich, wenn er sich dann wehrt, ist er um einiges nerviger. Sein Schild hat, glaube ich, auch eine ziemlich gute Magieverteidigung, aber er kann sich gerade nicht wirklich wehren. Ja, und das war's für ihn. Das mache ich jetzt natürlich nur, um euch zu zeigen, was man da bekommt. So, Mausoleumsschlüssel.
Den würde man normalerweise, wie gesagt, erst am Ende bekommen. Am Ende des Spiels fast. Und so kann man den halt vorher bekommen. Ich zeige euch auch gleich, wo es wieder ist. So, hier. Unbekannte Soldatenseele. Wo kommt der denn her? Okay, das war gerade ein bisschen dumm. Das ist nämlich der von außen. Stimmt ja, ich bin jetzt auf der Ebene. Ups. Hab ich gerade ein bisschen versehen. Sorry. Kann auch mal passieren. So. Er weiß natürlich jetzt schon Bescheid, dass er eben kommt. Natürlich gut angekündigt. So. Kettenbrecher. Vielen Dank. Und da kommt noch ein Soldat an. Den wir auch mal einen kurzen Prozess machen können. Und hier hoch. Und da hoch. Oh. Macht halt nicht so ganz so viel Schaden wie... Zumindest nicht beim Parryen macht es so viel Schaden. So. Den runter. Da gehen wir gleich lang. Ich zeige euch mal eben kurz das Geheimnis. Also das, wofür der Schlüssel da ist. Wo man eigentlich halt erst später hinkommt. Was auch nicht beabsichtigt ist, dass man da so früh hinkommt. Es ist halt so ein kleiner Trick, kann man sagen. So. Hier. Da hoch. Dann hier lang. Nochmal zu dem rotäugigen Dude. Also zu der Leiche des rotäugigen Dudes. Und hier entlang. Den Dude-Weg. Tutstraße. Und dann öffnet man hier dieses Mausoleum und redet mit dem Dude. Thou who seeketh the king's sword. I am the old king. Show me thine strength and the strength of thine souls. So. Und der will jetzt, dass wir ihm die Stärke beweisen. Das heißt, wir beballern ihn jetzt einfach. Er ist relativ unbeeindruckt. Und er greift mich an. Ich wüsste gar nicht, warum er mich angreift. Sehr interessant. Warum greift er mich denn an? Okay, normal greift er mich nicht an, sondern lässt sich hauen. Vielleicht, weil ich ihn mit Zauber angegriffen habe. Das kann auch sein. Er ist ein ziemlich harter Boss. Ein ziemlich harter Gegner. Den man nicht unbedacht herausfordern sollte. Ich wusste aber nicht, dass er mich nicht angreift. Das ist jetzt ein bisschen dumm gewesen. Sieht, wir machen genau einen Schaden. Liegt halt einfach daran, dass der so stark ist. Und dann machen wir halt 12 Schaden. Ziemlich gut. Yo! Geil! Okay, dann mache ich hier erstmal einen Break. Wir sehen uns gleich wieder. Ich werde den nicht nochmal bekämpfen. Aber man kann den halt bekämpfen, wenn man will. So, bis gleich.